Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 11.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir das Paradigma als neues Outfit und zwei neue Emotes, wieder wo man Schilder hochhalten kann. Verschwinde und willkommen. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal da unten an mit zeitlich begrenzt willkommen. Das, also ganz ehrlich, Epic Games, das ist hoffentlich nicht euer Ernst. Ich erinnere mich an das Ende der Season 9, wo es darum ging mit dem Bärchi und dem Mac, wo auch Schilder hochgehalten wurden. Dann kam der Mac und der war meiner Meinung nach der Untergang des Spiels oder Anfang vom Ende. Ich hoffe, dass sie jetzt mit Season 11 die Kurve kriegen. Jetzt bitte kommt nicht jetzt mit wieder mit irgendeinem Robotermist. Also sorry, aber Leute, wollt ihr in Season 11 euer Spiel endgültig vernichten? Ich hoffe, dass nicht in Season 11 irgendwas mit Robotern wiederkommt. Weise uns den Weg. Ich weise euch den Weg. Lasst den Mist raus. Ganz ehrlich, lasst diesen Schrott raus. Also, Schild kriegt von mir 0 von 10. Sorry. Pizza Party ist mega geil. Finde ich so cool, das Teil. Pizza Party. Für 200 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. So, und dann schauen wir da mal ganz kurz da rein. Also erstmal der Willkommen. Da gibt es tatsächlich drei Votes drauf. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu dem anderen Ding hier. Hier drauf gibt es tatsächlich drei Votes. Ich kann es kaum glauben. So, das ist das hier. Und wir haben tatsächlich drei Votes. 3,67 von 5 bei drei Votes. Für Welcome Robots. Nein. So, dann gehen wir hier hin zu Pizza Party. Das kann ich eher verstehen. 4,33 von 5 bei 12 Votes am 23. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Dreimal. Letztes Mal vor 17 Tagen. Das Ding ist cool. Gelobt sei die Tomate. Ist das nicht schön? Platsch. Das müssen wir uns nochmal von der Seite aus anschauen, weil ja, so kommt es richtig schön zur Geltung. So, jetzt kommt die Tomate. Ah. Platsch. Ja, für 500 V-Bucks völliger Käse. Völlig Tomate. Aber relativ witzig. Praise the Tomato kriegt von mir 9 von 10. So, da haben wir ein Voting von 4,71 von 5 bei 17 Votes am 24. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. Viermal. Das war echt bis jetzt nur viermal drin. Überlegt euch das mal. Ist ein Jahr jetzt schon her. Und das Ding ist jetzt schon also das letzte Mal war es vor 357 Tagen im Shop. Am 19. Oktober 2018. Leute, das ist ewiglich lange her. Damit gibt es wieder ein paar, die total abgenervt sein werden. Die sagen, what the hell, ich hab das Teil gehabt und jetzt ist es wieder zu kaufen. Praise the Tomato. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das finde ich persönlich besser. Ja, verschwinde. Lass die ganzen Robots weg. Ja, deswegen kriegt das Schild hier von mir 8 von 10. Go home. Und da war auch ein Voting von 3,67 von 5 bei 3 Votes am 11. Oktober. Ja, ist ja heute. Uah. So, also, dann geht's weiter mit Bullseye ins Schwarze. Ja, hat Tiffy ja lange gespielt. Ich finde die jetzt persönlich nicht der Oberbringer, aber ist ganz okay. Für 800 V-Bucks das Teil kriegt von mir 6 von 10. So, Bullseye hat ja ein Voting von 4,52 von 5 bei 103 Votes. Am 7. November 2018 ist erstmal drin gewesen. 13 mal 421 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen.
421 Spiel Miners. Das ist ein Haufen Holz, mein lieber Scholli. Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, die Reminders bedeuten, da wollen die Leute informiert werden, wenn so ein Skin wieder im Shop ist. So, Rio Grande, ja, passt so ganz gut zu der Westernstadt. Kriegt von mir 7 von 10. Hat ja ein Voting von 4 von 5. Bei 26 Votes am 6. August 2019 ist erstmal drin gewesen. 4x 14 Reminders, letztes Mal im Shop vor 30 Tagen. So, dann sind wir bei dem Nachtroller. Zweimal aufschneiden, Teil des Pizza-Pizzets. Doppelter Pizzaschneider für 800 V-Bucks. Stellen wir uns mal vor, Leute, ja, so ein Pizzacutter, was kommt da für ein Stück bei raus? Also sorry, aber ein Pizzastreifchen. So, also der Pizzacutter-Nachtroller kriegt von mir 6 von 10. Und hat ja ein Voting von 4 von 5 bei 12 Votes. Am 15. November 2018 ist erstmal drin gewesen. 4x 7 Reminders, letztes Mal im Shop vor 141 Tagen. Auch schon lange nicht mehr da. So, dann haben wir diesen Extra-Käse. Finde ich eigentlich relativ, ja, witzig, das Teil. Könnte mir aber nicht vorstellen, damit rumzufliegen. Kriegt von mir 6 von 10. Extra Cheese hat hier ein Voting von 3,83 von 5 bei 12 Votes. Am 18. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. 5x 17 Reminders, auch vor 141 Tagen. Am 23. Mai ist letztes Mal im Shop gewesen. Dann haben wir den Tomatenkopf, den Tomato Head. Hier gibt es ja hier, hat lange Zeit Tim the Tatman gespielt. Hier so mit diesem, ja, Style. Pottenhässlich das Teil. Aber irgendwie Kult. Kriegt von mir 6 von 10. Der Tomato Head. Ich weiß, der ist mega beliebt bei euch. Aber ich mag ihn nicht so wirklich. Also hier haben wir 4,14 von 5 bei 99 Votes. Am 22. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 15 Mal seitdem. 107 Reminders. Auch vor 141 Tagen das letzte Mal im Shop. Jo, dann sind wir hier mit die Axteroni. Also nochmal der Cutter einfach. Für 5 von 10. Wobei, da kämen wenigstens auch anständige Pizzastückchen bei raus. Also kriegt er 6 von 10. Aber 3,7 von 5 bei 23 Votes. Am 22. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 15 mal 10 Reminders aus vorne 41 Tagen, das letzte Mal im Shop. Jo, dann kommen wir zu dem Magnus. Oh mein Gott, der muss auch schon lange, lange, lange nicht mehr drin gewesen sein, der Magnus. Ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern. Das ist schon ewig her. Für 2000 V-Bucks, das Teil ist richtig kultig. Kriegt von mir 9 von 10. Und der Magnus hat hier ein Voting von 3,61 von 5 bei 62 Votes. Am 15. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal. 106 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 232 Tagen am 21. Februar 2019. Jo, und dann kommt der Ahnenschlag für 800 V-Bucks. Ich glaube, das Teil ist sogar noch länger nicht drin gewesen. Werden wir gleich mal sehen. Das Ding sieht auf jeden Fall mega geil aus. Diese Picke kriegt von mir 10 von 10. Und der Forbearer. Er hat hier ein Voting von 3,18 von 5 bei 11. Forbearer. Erinnert mich irgendwie an Paul Bearer. Das war ja hier vom Undertaker. So, wenn ihr wisst, was ich meine. So, also hier 3,18 von 5 bei 11 Votes am 15. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 7x 35 Reminders vor 232 Tagen. Das letzte Mal im Shop auch am 21. Februar. Also war das mit zusammen mit Magnus drin. So. Jo, dann kommen wir zu dem neuen Skin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Teil macht mir ein bisschen Kummer jetzt gerade hier. Ja. Wenn ich sehe, da vorne waren die Schilder. Dann gab es damals diesen komischen Mech-Roboter. Ja.
Jetzt hier das Paradigma. Zu wem sie gehört, ist nicht bekannt. Eine der sieben. Teil des die sieben Sets. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Sieben auswählbare Styles sind. Das hier ist wie so ein Katzen- oder Fuchsgesicht. Was haben wir denn da? Oh. Was haben wir hier? Ja. Was haben wir da? Gar nichts. Okay. Und hier haben wir zwei verschiedene Styles. Also einmal etwas dunkler und dann nochmal etwas heller. Klicken wir hier nochmal ganz kurz durch. Jo. Also. Das Teil macht mir gerade ein bisschen Kummer. Ich hoffe nicht, dass in der nächsten Season wieder irgendwas mit Robotern oder so dran ist. Dann kotze ich im hohen Bogen hier wirklich über die Tastatur drüber. In den Monitor rein, das fließt dann da durch die Dioden durch und kommt bei euch hoffentlich nicht auf der anderen Seite wieder raus. Also, jetzt haben wir schon genug Roboter gehabt. Roboter, 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 Roboter. Dieser Style auch schon da oben jetzt mehrfach drin gewesen. Wir haben diesen anderen Mega-Roboter, der ja zu erspielen war. Total überflüssig, das Teil hier. Paradigma, finde ich, ist meine persönliche Meinung. Kriegt deswegen von mir 4 von 10. Und ich hoffe nicht, dass irgendwas mit Robotern drankommt. 1200 V-Bucks kostet das Teil. Jetzt muss ich den Shop auch noch bewerten. Und ja, also ich sag mal so, es ist ein Shop, der diesmal viele alte Sachen drin hat. Ja. Ja, normalerweise müssen wir ja immer gucken, auch was das neue Item ist. Das neue, wenn es nach dem neuen Item gehen würde, wäre es definitiv ein absolutes Hated. Jetzt gucken wir mal, wir haben Pizza Party gelobt, sei die Tomate. Zwei Items, die schon, also ewiglich lange nicht mehr drin gewesen sind. Auch hier der Tomato Head, dann der Magnus. Also es ist ein richtiger Oldie but Goldie Shop. Und auf der anderen Seite wird es wieder einige unter euch geben, die jetzt auch ziemlich am Rad drehen, weil sie sagen, verdammt, ich habe diesen Skin oder dieses Item selten bis jetzt gewesen. Jetzt ist das wieder mit drin, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und damit ist die Seltenheit dahin. Was soll ich sagen? Ich gebe dem Teil... Also ganz ehrlich, dieser Shop kriegt von mir ein Hated. Ich bin kein Fan vom Tomato Head. Ich mag diesen neuen Skin Paradigma nicht. Pizza Party ist cool. Diese Schilder können sie, da können sie was weiß ich was mitmachen, aber die will ich auch hier nicht mehr sehen. Ins Schwarze bin ich auch nicht der große Fan von. Rio Grande, okay, aber nein, sorry, Hated. Das nächste Hated in Folge. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.